Hallo zusammen und herzlich willkommen hier im Shop von Let's Play Spawn the Creepers Forge auf Deras Channel natürlich. Als erstes wollte ich schnell gucken, 12 Farbe kostet die nächste Map, aber ich habe es eh nicht eilig. Die aktuelle Map lohnt sich eh, was das Grinden angeht. Ich kann mich mal wieder auf meine Seite durchschlagen, auch weil ich gar nicht so genau wusste gerade oder gar nicht so genau weiß, wo ich jetzt mit den Ärzten stehen geblieben war oder überhaupt und sowieso. Ich hätte ja eigentlich mal schnell Münzen holen können. Ich hätte ja eigentlich schnell mal verkaufen können. Es war ja einiges gefarmt und das wollte ich, glaube ich, sogar oder was weiß ich. Naja, auf jeden Fall gibt es einiges zu erzählen, muss ich natürlich sagen. Und dazu kann ich dann heute endlich auch wieder die liebe Lynni begrüßen. Hallo! Hallo! Wie ist? Ach ja, ganz war gut. Etwas einsam ohne dich die letzte Zeit. Ach so, ja, erzähl doch nicht. Wir haben die letzten Tage aufeinander gegluckt und wie die Irren hier Dingensbummens gespielt. Feed the Beast, ja, wir haben Material ohne Ende produziert und da sind wir schon bei den Neuigkeiten. Ja, ich wollte ja eh jetzt hier so ein bisschen umstellen und mit Serien mal ein bisschen gucken, was man machen kann. Und also, es wurde ja auch gefragt, wurde hier auch nach Zauberei und Maschinen gefragt? Ja. Schon, glaub schon, ne? Ja, also kommt definitiv wieder. Ich will es nur mal ein bisschen spannender wieder gestalten. Irgendwas anders machen. Wo ist denn das scheiß Zombiefleisch? Hallo? Will Zombiefleisch verkaufen? Konnte man hier nicht irgendwo Zombiefleisch verkaufen? War das nicht das rechts oben? Ist das? Nee, ist das nicht normales Fleisch? Probier's das, doch mal. Ich will ja nicht. Nee, hab ich. Nee. Hallo? Ah! Da. So, weg damit. So, ja, jedenfalls, auf jeden Fall muss ja niemand mit Zaubereienmaschinen da wirklich traurig sein, weil wir haben ja an sich einen würdigen Ersatz, nicht? Ich meine, mit Feed the Beast, da kann man nicht meckern. Da ist Forestry dabei, was sich ja jetzt auch ewig bei Zaubereienmaschinen gewünscht wurde, muss man sagen. Und ja, von daher, ach du Schande, hier hat's Chunks kaputt geladen. Oh oh, hoffentlich ist das nicht permanent kaputt. Schauen wir mal. Ja, das ist einer der berühmten Bugs. Ja, oh, hallo, nicht zugehabt. Ja, so ist das nun mal. Aber ich war ja eigentlich noch bei Forestry und so. Ja, wie gesagt, also ich lade den Button jetzt einfach mal. Und ja, da muss das... Ah, Mist. Das muss keiner vermissen und so mit Maschinen und Zauberei. Und es ist sogar viel mehr neue Maschinen und viel mehr neue Zauberei, ne? Ja, Lynni, bist du noch da? Ja, ich bin gerade sehr fasziniert von deiner... Spinnenschlachttechnik. Ah ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, nee, jetzt aber irgendwie, wir müssen hier mal vielleicht die Map davor. Ach, wo ist er denn jetzt gelandet? Und ganz viel Agrar ist auch dabei. Ganz viel Agrar. Ja, das ist deswegen, das ist so ein super Spagat und wie wir es gerade aufnehmen und so, das passt einfach gerade alles. Wir haben so viel Spaß gerade beim Spielen. Ja, wir haben Material für was weiß ich. Wir müssen uns jetzt echt bremsen mit dem Spielen. Und deswegen, also wir haben da echt eine Menge Spaß dran und machen da jetzt in nächster Zeit eine Menge. Und ja, deswegen haben wir überlegt, weil halt aufgrund der Produktionsweise der nächsten Zeit so von den Videos und Serien wird es halt ein bisschen schwierig, da immer in den Videos wie gewohnt immer alle Comments zu beantworten, nicht? Ja, leider. Ah, alles wieder ganz, siehst? Sehr schön. Und das ist ein Creeper. Ja, und jedenfalls deswegen haben wir uns das überlegt. Ich mache mir dann natürlich auch immer ein bisschen Sorgen und Gedanken ums Konzept. Man will ja, oh, das ist gefährlich. Man will ja auch nicht einfach immer blind irgendwie einfach nur irgendwas hochladen und tralala. Ich will ja natürlich, dass es mir Spaß macht und Spaß macht, aber vor allem auch euch Spaß macht, sonst brauche ich es nicht machen. Sonst kann ich für mich selber spielen und Selbstgespräche führen und... Dann ist gut, nicht? Ja. Ja, und deswegen. Mit mir plaudern. Ja, ja, oder so. Naja, das, wenn es sein muss, auch das, ja. Boah! Ja, jedenfalls, was ich mir dann so gedacht habe und wir uns so durchgesprochen haben und gedacht haben, man könnte ja, oh, ich muss langsam anfangen aufzupassen. Wir machen es jetzt so. Hier ist jetzt Spawn the Creeper Squatch, werde ich eh viel einfach nur im Kreis rennen und Gegner schnetzeln. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, bitte. Du hast 75% Hunger. Oh, doch so viel, wenig. Ja. Dann tut's mir leid, dann muss ich irgendwie mal Schweine schlachten gehen oder so. Ich will nur nicht, dass du verhungerst. Nee, ist absolut richtig. Oh. Oh, 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 oh.
Da muss ich ja, da gehe ich mal schnell Schweine schlachten. Es tut mir leid. Schweinegott ist böse. Nee, wo war ich jetzt aber eigentlich stehen geblieben? Du warst stehen geblieben bei Kommentaren und nicht in jeder Serie. Achso, ja genau. Und deswegen, also wer primär hier das hier guckt auch, der weiß es ja jetzt, nicht? Dass jetzt Comments primär hier beantwortet werden. Ansonsten, wir werden das dann auch in den im Laufe der Aufzeichnungen der anderen Serien, in den Serien... Okay. Ja, manchmal macht sie halt komische Sachen. Werden wir es halt erwähnen und erzählen noch und dass alle Bescheid wissen, auch die Leute, die andere Serien gucken, die müssen dann halt hier reingucken. Ja. Haben halt Pech, müssen dann halt auch alle Spawn zu Creeper Squatch gucken. Zumindest die ihre Videos, ihre Fragen im Video beantwortet haben wollen, die Leute, ne? Mhm. Echt? Aber ansonsten alle, die hier eh schon Fragen und Feedback in den Comments posten, sind die werden sich freuen. Sind schon gut bedient, ne? Ja. Oh, und es wird Nacht. Naja, ich muss leider noch ein bisschen kurz Schnitzeljagd machen. Ich habe erst zwei. Das reicht noch nicht wirklich weit, aber Spinnen werden gleich aggressiv. Aber die HP noch, ich bin ja noch lebig. Noch ist alles gut. Hey, du Rumpel-Lüni. Ich bin so schon wieder da. Die Lüni rumpelt, ja. Ja, wie gesagt, aber so ist das. Wie gesagt, Comments ab jetzt immer hier beantwortet. Ganz wunderbar. Ich glaube, die Lüni hat auch noch ein paar aufgeschrieben, aber die Lüni rennt hier gerade durch die Bude. Ich weiß nicht, irgendwelche Probleme. Stimmt, das haben wir gar nicht erzählt. Also hier ist auf jeden Fall jetzt immer Plauderecke, weil, wie ich gerade auf Plaudern komme, unsere Heizung war letztens schon wieder kaputt. Ja, das war auch eins der Probleme dann immer mit den Videos. Da, so ohne Heizung ist dann auch manchmal schlecht so mit eingefrorenen Fingern. Zocken und Let's Playen wird schwierig, ja, Lüni? Ja, definitiv. Bist du ja schon wieder. Ja, ich bin wieder da. Ja, ich hab mich extra beeilt. Cool. Ja. Ja, rumgerannt hier. Ich muss meine Schwerter reparieren. Musst du das mal machen? Ja. Ja. Und Kohle brauche ich für das Fleisch. Nämlich. Das stimmt. Ja. Hast du nicht noch welche? Ich habe heute auch noch gar nichts requested. Voll blöd eigentlich. Ja, die braucht doch nur 45 Sekunden. Ja, die Zeit kann ich hier mal rumgammeln. Huch. Oh, jetzt. Ah! Noch halt. Ja. So, ja, jetzt haben wir aber schon ziemlich viel so alles erzählt zu den Comment Plauderecke, da müssen wir jetzt nicht mehr zu erzählen, oder? Nee. Oh, aufpassen. Glaube ich nicht. Nicht den armen Typ da anschlagen. Nee, ja, ja. Nee. Achso, die sind getauscht, das ist das. Ah, so, verstehe. Bisschen hier. So, jetzt. So. Ja, aber wie gesagt, du hattest noch irgendwie Comment irgendwie aufgeschrieben, ne? Ein paar. Ja. Ja, nur für dich. Ah, danke schön. Ja. Ja, aber zum Beantworten für die Zuschauer. Genau. Please. Es wurde gefragt, für welche Minecraft-Version das denn ist. Ja, also das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also das Basieren tut es ja auf der Minecraft Beta 1.7.3 das Ganze. Nicht? Habe ich richtig gesagt? Richtig. Ja. Und da haben sich die Entwickler von AdventureCraft, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi gesagt, ach komm jetzt hier, das geht zu schnell mit den Patches, wir bleiben auf der Version. Und seitdem wurde immer nur der Updater, also so ein Installer, nicht? Ja. Der wurde dann immer quasi erneuert. Und dafür die aktuellste Version ist aber auch nicht so aktuell, weil die ist für Minecraft 1.3.2. Ja. Aber das lässt sich ja downgraden. Da gibt es ja so Minecraft Downgrader oder wie der heißt. Das stimmt. Ja, den habe ich auch schon gehört. Wolltest du nicht sparen? Auf was denn? Auf die 12er-Karte? Wieso? Ich meine, wie gesagt, in der aktuellen Karte, wenn ich jetzt gerade nicht... Oh, ich wollte mehr Fleisch machen. Wenn ich jetzt nicht gerade am Verhungern bin, dann lässt es sich, wie gesagt, in der Karte im Desert... Die Karte kann ich jetzt locker mal ein, zwei Folgen spielen und nebenbei locker flockig plaudern und mir echt eine goldene Nase auf der Map verdienen. Ah. Vertrau mir. Okay. So gut wie auf der Map bekommen wir... Oh, eisenartig. So gut wie auf der Map bekomme ich so schnell kein Zeug mehr zusammen. Hier so Münzen und Farbe und tralala. Na, dann kannst du ja weiter am Ausbau des Dorfes arbeiten. Nee, kann ich nicht, weil ich muss das ja hier alles jetzt manuell rein und raus spachteln. Leider. Es tut mir leid, Hönni. Oh. Kann man nicht mal mit Shift-Klick reinpacken. Alles voll das Gemurkel hier. Nein, ich meine dann danach. Was denn? Achso, ja, ja, dann hier nach dem Schmelz rum, ja, nicht schmelzen, also kochen, also. Ja. Ja. Dann wurde bezweifelt, dass zwei Schwerter von Vorteil sind, weil beide nutzen sich ab. Ja, schon, aber ich kann ja gleichzeitig schlagen. Also kann ich doppelten Schaden machen. Ja. Theoretisch. Nicht? Also, so die Theorie, wie es in der Praxis aussieht, keine Ahnung.
Also ich habe das auch schon festgestellt, mit einem Schwert gegen die Gegner wesentlich weniger schnell down. Ja? Ja. Ja. Dann sind wir uns da ja einig. Könnte man, kann man ausnahmsweise mal festhalten. Mhm. So zur Ausnahme. Wir sind uns einig? Ja. Wow. Oder? Schon. Wie kommt das denn? So, das hebe ich mir mal kurz hier als Reserve auf, weil das ist ja nicht mehr ganz vonnöten. So, jetzt aber hier noch was upgaten. Ja, upgaten. Ein Tor. Irgendwo brauchen wir jetzt hier noch ein schickes Tor. Ja. Ich will noch ein bisschen upgaten. Und es wurde gefragt, jetzt wo ich die Zahl 97 da unten in der Ecke gerade sehe. 97? Ach da. Achso, ja. 98, genau. Für was denn die Energie ist? Weil die geht ja nie alle. Ja, irgendwie ist das nicht so extrem wie auf der anderen Map, ne, mit der Energie. Ja. Also, wenn ich jetzt ganz viel so strafen würde, so ganz viel laufen, da geht's ja jetzt mal ein bisschen runter. Aber so auf Dauer, hey, da müsste ich dann mal schlafen oder stehen bleiben halt. Aber keine Ahnung, ob ich da langsamer regge oder ist ja auch egal, ich höre jetzt auf mit hier kreuz und quer laufen. Also, irgendwas leidet da, aber so richtig runter bekomme ich es nicht so. Haus und Keller mit Museum, naja, also besseres Mining klingt ja schon mal ganz gut. Restaurant, naja. Holzfäller! Oh, Woodcutter, den nehmen wir mal mit, oder? Ja. Sehr schön, dann haben wir den mit. Woodcutters, Support with Light and Maps. Och, nur dann. Klingt das gut? Nehmen wir das einfach mal mit gut. Für drei. Komm. So. Oh, und das können wir danach vielleicht auch nochmal. Aber jetzt gucken, obwohl, das ist ja jetzt einfach nur die Bank, ne? Bank Gold Trade. Ah, hier haben wir nämlich jetzt das mit Gold, was ich schon angekündigt hatte. Oh, und da braucht man jetzt nämlich auch schon die nächsthöhere Farbe. Eieiei. Die blaue Farbe. Ganz schick mit Spinnenweben dekoriert. Wow. Ganz toll, ja. Ach, so, jetzt haben wir hier die. Ja, und wie gesagt, entweder hier so ein Barren Gold für 6 so Münzen oder hier einfach ein Goldblock für 6 von den lila Farben. So. Aber mir fällt auf, wir müssen auch nochmal forschen. Hier gab es auch noch was zu forschen. Und ich glaube, das kam über die Küchen-Upgrades. Also, ich glaube, Küchen-Upgrades müssen wir dann auch mal noch fahren. Jo. So. Achso, und da hinten ist unsere Holzzufuhr im Übrigen. Ah, sehr schön. Ja. Kannst du da auch Knöpfe drücken? Ja, richtig. Ha, der cool. Ist auch zum Knopf drücken. Genau das. Cool. Da, zack. Es wurde da noch gefragt. Oh, hallo. Ja. Die sind ja lustig. Ja. Dein Dorf bevölkert sich langsam. Ja, so ein bisschen. Ja. Das war ja auch der Plan. Ja. Es wurde gefragt, ob du nicht mal das Texture Pack von Honeyball benutzen kannst. Also, ja, nee, ja. Also, ich bin da eh nicht so der Fan von diesem Texture Pack, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zum einen. Zum anderen ist es eh nicht machbar, weil das Texture Pack ist hier quasi im Mod oder im, wie auch immer man es nennt, im Mod integriert. Ich kann es eh nicht wechseln, meines Wissens nach. Und ich finde es ja auch eigentlich ziemlich schick und passend und stimmig und atmosphärisch, ne? Nicht? Ja, doch, sehr. So, ich mache jetzt mal das Restaurant noch. Heute machen wir mal ganz viel hier Upgrades. Healthcare. Oh, Healthcare, das ist gut. Wenn ich sterbe, dann werde ich da wieder belebt oder so. Ah, sehr schön. So, mal weiter. Ah, hier, Labor. Sehr schön. 6 Münzen. Schaffen wir das heute noch? Nee, schaffen wir heute nicht mehr. Nee, leider nicht. Nee, schade. Außerdem musst du vielleicht noch was zu essen holen. Komm, gehen wir noch 1-2 Schweinchen töten. Nee, komm, ich kann... Ja, okay. Okay. Dann machen wir das heute noch als letztes. Vorrat. Ja, heute noch ein Vorrat an Schweinchen. Und dann geht's in der nächsten Folge nochmal hier grinden. Ja. Voll ans Grinden. Bei den Skeletten. Bei den Skeletten und in der Wüste, ja. Für einfach noch ein paar mehr Upgrades, weil das ging ja heute schon richtig gut ab. Ging ja richtig gut schon voran heute mit den Upgrades. Ich möchte auch mal das Museum im Keller sehen. Ja. Und ich hoffe, in der nächsten Folge geht es dann auch mindestens genauso gut ab mit euren Comments, mit eurem Feedback, mit euren Fragen und sonstigen Anmerkungen zu allen anderen Folgen und Trulala und Tralala und natürlich auch zu dem hier. Nicht nur zu allem anderen, was ihr wissen wollt und plaudern wollt und fragen wollt und was es sonst noch so gibt, nicht? Ja. Ja. Naja, das ist lustig, weil das Problem ist, wenn du einmal hier so einen kompletten Spawner hast, also so einen kompletten Spawn, ja. Der Spawn ist ja abhängig davon den Gegnern. Das heißt, sobald ich den Spawn einmal komplett ausgelöscht habe, will der Spawn quasi wieder spawnen und ja, dann hast du hier wieder diese Heinis. Ei. Ja. Ah, Menno! Der tut dir weh! Ja, das ist gerade unnützlich. Aber das Gute ist, sein Kollege hat eben Bogen gedroppt. Und wie gesagt, also das ist ja das Schöne. Wie gesagt, die anderen konnten ja auch schon Schwerter droppen. Die können jetzt Bögen droppen. Die sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr wert. Hast du den Bogen jetzt eingesammelt? Den Bogen habe ich jetzt tatsächlich eingesammelt. Ich habe sogar schon 2 jetzt. Ja, nicht schlecht, ne? Riesenschleim.
Aber dadurch mit den zwei Typen hat sich jetzt hier sogar halbwegs gut noch gefahren. Also jetzt ist aber gut jetzt hier mal, weil ich habe jetzt ja Fleisch en masse. Das gehe ich mir gleich noch ein bisschen braten, wenn das Gold dadurch ist. Ich würde schon mal sagen, wenn nicht mehr Comments sind, Luni, ist noch was? Nee. Okay, dann sind wir erstmal durch für heute. Ich würde mich bedanken. Ich bin ja echt mal gespannt, wie die Änderungen so ankommen. Bitte, bitte, bitte gerne dazu Feedback. Ändern könnt ihr eh nichts. Nicht viel. ihr könnt Vorschläge bringen, gute Kritik bringen. Gerne auch einfach einen Daumen nach unten. Natürlich ist eine Interaktion für mich. Will ich euch nicht aber unbedingt zu motivieren, weil wenn ihr Kritik bringt, bitte am besten auch einen Comment zu schreiben, dass man euch auch helfen kann und dass man auch was anders machen kann. Nicht? Richtig. Sonst bringt's nichts. Nicht? Nicht mal ich bringe den ja von einigen Ideen ab. So, siehst du, und jetzt Cole. So, und jetzt können wir dann einfach mal das so stehen lassen. Wie gesagt, euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, bla, ihr wisst schon, alles halt so. Und bis zu den anderen täglichen Uploads und so, nicht? Bis dann. Ciao. Tschüss.